Herzlich willkommen, mein Name ist Markus Opitz und begrüße dich zu meinem kurzen Videopodcast. Ich möchte dir hier zeigen, wie man MP3-Dateien mit einem Android-Gerät aufnehmen kann. Android-Gerät bedeutet also dein Android-Smartphone oder dein Android-Tablet. Und wir haben hier die Möglichkeit, mit Hilfe einer App, nämlich dem sogenannten HIQ-MP3-Recorder, eine MP3-Datei aufzunehmen. Also wenn du hier einen Mitschnitt machen möchtest, wenn du dich zum Beispiel in einer Vorlesung befindest oder wenn du einen Podcast aufnehmen möchtest, zum Beispiel ein Interview durchführen möchtest oder etwas kurz darstellen möchtest, dann eignet sich diese App besonders, weil die Audiodatei, die du da aufnimmst, im MP3-Format aufgenommen wird. Ja, diese Datei kann natürlich installiert werden über den sogenannten Play Store. Ich gehe jetzt hier auf Play Store. Habe bei mir hier schon nach dieser Software gesucht, nach dem HIQ MP3 Voice Recorder. Es handelt sich um die Lite-Version, das heißt, sie ist kostenlos, hat aber die Einschränkung, dass man unter Anführungszeichen nur 10 Minuten ein Stück aufnehmen kann. Wenn du jetzt hier ein längeres Stück aufnehmen möchtest, dann würde es sich empfehlen, in die kostenpflichtige Version zu investieren, die hat momentan an Kosten aufzuweisen 3 Euro. Ja, ich habe hier diese Datei schon installiert. Ich könnte jetzt hier nach der Verknüpfung suchen bei mir hier, das wäre hier, dann starte ich sie und ich habe dann hier, ich habe das vorhin gerade offen gehabt, dann starte das Ganze und wir haben hier dann diese Oberfläche, wir haben hier die Möglichkeit dann auf Rekord zu drücken, das mache ich jetzt und schon beginnt die Aufnahme, ich sehe wie die Zeit dann hier mitläuft und das was ich sage wird dann in dem Fall aufgenommen. Ich kann auf Pause gehen oder ich könnte das Ganze auch dann stoppen. Wenn ich jetzt auf Pause gehe, wird momentan nicht aufgenommen. Wenn ich jetzt sage, ich möchte weiter aufnehmen, jetzt passt es, jetzt ist die Störung vorbei, klicke ich wieder hierher und die Aufnahme wird dann dementsprechend fortgesetzt. Abgebrochen wird die Aufnahme hier dann. Ich habe es jetzt abgebrochen, so wurde 20 Sekunden lang die Aufnahme. Wenn ich jetzt hier herum hergehe, bekomme ich ein Verzeichnis von Dateien. Ich habe schon einmal etwas aufgenommen, das war diese Ausstellungs-MP3-Datei. Ich möchte aber jetzt hier diese, die ich jetzt gerade aufgenommen habe, abspielen. Klicke ich einmal drauf, kann hier dann abspielen wählen. Das mache ich jetzt. Und schon beginnt die Aufnahme. Ich sehe, wie die Zeit dann hier mitläuft. Und hier rum kann ich es wieder abbrechen. Und es geht jetzt ja um das Überspielen dieser MP3 oder anderer Dinge. Ich klicke einfach längere Zeit drauf, dann öffnet sich hier wieder ein Menü. Und ich könnte jetzt hier diese Datei umbenennen. Der einfache Teil mache ich jetzt hier einfach mal ABC. Das wäre jetzt der Dateiname .mp3. Also ich habe jetzt hier eine MP3-Datei mit dem Dateinamen ABC. Klicke auf OK. Jetzt hat sich hier auch der Dateiname dann verändert. Darunter ist noch die alte Datei. Wenn ich die überspielen möchte und mich gerade im Internet befinde, muss ich nur hierher gehen. Und kann dann Senden teilen hier in diesem Menü dann wählen, dass sie aufgegangen ist, aufgepoppt ist. Und wähle dann meinen Google-Account. Und kann dann dementsprechend eine E-Mail versenden. Sie wird hier automatisch angehängt. Und wenn ich es so mache, dass ich als Adresse meine eigene Adresse angebe, also mich selber praktisch eine E-Mail schicke mit dem Attachment, mit dem Anhang meiner MP3-Datei, bekomme ich auf meine eigene E-Mail-Adresse diese MP3 gesendet und kann dann auf einem PC diese E-Mail dann abrufen und sie dann einfach abspeichern und dort auf diesem Computer dann vielleicht mit anderen Programmen wie Audacity zum Beispiel weiter bearbeiten. Du hast also jetzt gesehen, wie man so einfach MP3-Dateien aufnehmen kann, wie man Dateinamen verändern kann und wie man sie sich selber per E-Mail dann versenden kann. Ich hoffe dir, sofern geholfen zu haben.